Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neu-Mini-Brunde, unserer Alpenmap. Und ich bin unterwegs mit dem Reform-Multi und zwar zu unserem neuen Berghof. So, ich habe hier vorne auch schon ein kleines Anbaugerät, denn in der heutigen Folge wollen wir unseren kleinen Berghof, den wir ja neu gebaut haben, den wir jetzt erstmal, ja, ich sage mal, den Grundstein gelegt haben für unseren kleinen Aussiedlerhof oben am Hang, am Berg. Und da müssen wir jetzt endlich mal Geräte hochbringen, damit wir dann auch mit dem Wirtschaften beginnen können. Und das hier ist schon mal das erste Gerät der Reform Primalpin. Damit werden wir dann unsere Grasfelder oder unser wunderschönes großes Grasfeld dort oben bearbeiten. Ich habe dann auch hier schon mal den Wender dazu gepackt. Den Schwader habe ich bereits auch schon gekauft. Und was wir noch brauchen, ist natürlich ein Traktor und einen Futtermischwagen, denn wir wollen ja dort oben am Berg unsere Kühe ja schließlich direkt auch füttern, Milch produzieren für unsere Molkerei. Denn die werden wir, denke ich, als Produktion demnächst auch einkaufen. Und dann soll es ja auch richtig schön weitergehen hier bei uns auf der Alpenmap. Ja, weitergehen hätte es eigentlich schon sollen als Video am Montag. Da habe ich einen Livestream gemacht. 2 Stunden die Alpenmap mit den neuen, ja, ich sage mal, mit den neuen Feldern, den neuen Geräten und vor allen Dingen natürlich mit dem kleinen Hofbau. Aber ich habe dann im Nachhinein festgestellt, dass ja, der Ton nicht besonders gut war. Also er ist okay, man kann ihn verstehen, aber man kommt sich halt vor, als wäre das Ganze in einer Kirche aufgenommen worden. Und das wollte ich euch dann nicht so antun, weil der Hall ist dann doch extrem. Ich weiß jetzt auch nicht genau warum. Eventuell, weil ich halt nach meiner Winterpause, nach meinem Urlaub, hier einige Updates eingespielt habe in den Systemen, in dem Mischer, im Mixer und am PC und so weiter. Und da muss irgendwo was durcheinander gekommen sein. Aber nichtsdestoweniger sind wir jetzt hier am Hof angelangt und ich nehme euch jetzt in dieser Folge mal mit auf einen kleinen Hofrundgang. So, wir machen mal den Motor aus, dann schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen von oben an. Also wie gesagt, das Ganze ist jetzt erstmal gebaut und ihr seht auch hier rechts ist unsere Alpenwiese, auf dem da oben glaube ich auch schon wieder ein Reh herumläuft, wunderschön. Und diese Alpenwiese, die wächst, die ist groß, da gibt es jede Menge zu tun und ich bin mal gespannt, wie wir dann hier mit diesen Gerätschaften, die wir extra für diesen alpinen Einsatzzweck hier anschaffen werden, wie wir damit hier dann auch zurechtkommen. Jo, das Ganze, warum? Ja, weil wir gut Geld gemacht haben. Hier nochmal ganz kurz die Sicht. Und zwar aus der Forstwirtschaft haben wir im Januar 3.178.000, also fast 3,2 Millionen gemacht. Das war zum größten Teil natürlich der Verkauf der Hackschnitzelproduktion. Aber wir haben auch noch ein paar Ernteeinnahmen verkauft und so sind wir jetzt, ja, ich würde sagen, solvente Besitzer dieses Hofs. Und wir haben hier also einen Kuhstall, den werden wir soweit vorbereiten. Da müssen wir auch Wasser einfüllen in diesen Kuhstall. Und ich schaue gerade mal, ich glaube 125 Tierchen können wir hier reinpacken. Ich habe ein Fermentersilo hier hingepackt, weil wir werden zwar auch Ballen machen und dafür gibt es dann auch dieses Ballenlager. Aber mit dem Fermentersilo können wir natürlich dann Silage und können natürlich auch Stroh und Heu einlagern. Aber wir haben auch ein kleines Durchfahrsilo. Da will ich dann auch mal schauen, wie wir hier mit diesem Gerät dann zurechtkommen. Das müsste aber eigentlich am meisten passen. Dann haben wir hier nochmal einen kleinen Unterstand. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, neben dieser Mistplatte habe ich hier einen kleinen Hydranten. Denn, wie ja auch schon gerade erwähnt, brauchen wir Wasser für diesen Kuhstall. Also, wir wollen mal in dieser Folge jetzt erstmal hier die ganze Sache ein bisschen technisch ausstatten. Das heißt, mit den entsprechenden Gerätschaften und in 2 Monaten, weil das ist jetzt hier die erste Wachstumsphase, also noch nicht erntereif. In 2 Monaten ungefähr legen wir dann los mit der ersten Grasernte hier oben. Und dann werden wir auch natürlich unsere Kühe anschaffen. Aber ich bin schon am Überlegen, vielleicht doch ein bisschen früher, weil Silageballen habe ich schon da. Wir haben noch ein paar Heuballen. Sind das Heuballen? Jo, das sind Heuballen. Wir haben ein bisschen Silage. Dann müssen wir eigentlich nur noch Stroh hochbringen. Und dann könnten wir eventuell auch schon mit den ersten Tierchen hier oben
anfangen. So, aber nichtsdestoweniger werden wir jetzt erstmal hier den Kollegen mal ganz kurz in die Hütte stellen. Wir schauen mal, ob der da reinpasst. So, das ist übrigens ein Allrad mit Allradlenkung. Naja, also so richtig reinpassen. Er passt schon rein, aber okay. Ja, das ist dann wohl eher dann für die Geräte hier. Für den Wender und den Schwader, denke ich. So, wo packen wir den denn jetzt hin? Ach, den können wir doch eigentlich erstmal hier stehen lassen. Wunderbar. So, sehr schön. Und dann springen wir mal ganz kurz zu unserem Haupthof wieder, weil da hat sich ja auch ein bisschen was getan. Also für all diejenigen, die eben den Livestream nicht gesehen haben. Mittlerweile haben wir da hinten auch eine wunderschöne Hof-BGA. Ja, wunderschön, ihr wisst es. Es ist meine Lieblings-, meine Standardhof-BGA. Das Ganze ein bisschen aus der Not heraus geboren, denn wir haben jede Menge Mist und Gülle. Also die Schweinchen hier sind ganz schön aktiv. Und deswegen habe ich hier auch eine kleine Silo-Erweiterung für unseren Gülletank hingepackt. Da passen dann nochmal 500.000 Liter rein. Und jetzt können wir diese Gülle hier dann auch in der BGA verarbeiten. Das müssten wir eigentlich auch... Ah, wir können ja direkt hingehen, das geht ja auch. Dumm-di-dumm-di-dumm. Schauen wir mal kurz in die Produktion. So, wir haben Mist drin, 40.000, und wir haben Gülle, wobei das Spannende an der ganzen Sache ist, muss ich jetzt so ein bisschen auch wieder gestehen, ich habe den Verdacht, dass hier irgendwie die Gülle direkt rüberkommt, und zwar von dem Schweinestall, weil eventuell die BGA so dicht hier platziert ist am Schweinestall, dass obwohl, und ihr seht es jetzt gleich, wenn ich jetzt wieder hier reingehe, ich schalte mal die Mistproduktion aus, es tut sich bei der Gülle nichts, es bleibt bei 484 Liter und dennoch elektrische Ladung 4809 und 4834, also trotzdem wird hier Gülle verarbeitet und gut, ist so, nehmen wir jetzt einfach mal mit und werden das Ganze natürlich weiter beobachten, wie sich das hier entwickelt. So, und dann haben wir hier noch einen wunderschönen Klaas Xerion 4200 in der Ansgar Edition, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Aber ihr seht es hier, Ansgar auf Achse, den habe ich mir auch gegönnt. Der war als Schnapper im Gebrauchtmarkt und da konnte ich nicht widerstehen. 420 PS hat das Teilchen. Ich weiß, wir haben natürlich gesagt, hier die Map ist eher für kleine und mittlere Maschinen mit kleinen und mittleren Feldern. Aber jetzt müssen wir natürlich auch sagen, wir haben hier einen Ladewagen, der natürlich auch über 42.000 Liter meines Wissens fasst oder 4.500, der auf 400, Quatsch, 45.000, glaube ich, so um den Dreh rum. Und da sind natürlich jetzt auch 420 PS, glaube ich, adäquat. Da haben wir uns sonst immer ganz schön hier abgestrampelt. Übrigens abgestrampelt, hier haben wir den neuen Vario Generation 7 von Schnibbelmodding. Den habe ich uns auch gegönnt. Und den Kollegen werden wir jetzt mal hier anschmeißen, weil der kann schon mal anfangen, hier unser Feld zu grubbern. So, dann springe ich mal hier rüber. Da machen wir hier eine kleine Fan-Parade. Denn hier haben wir unseren anderen, den 720 Vario. Und der soll hier mal anfangen, mal in aller Ruhe schon mal Sonnenblumen anzusäen. So, das Ganze behalte ich jetzt erstmal im Auge, weil das wusste ich, das passiert. Hier müssen wir dann doch erstmal von Hand loslegen. Aber Augenblick, Augenblick. Unkraut, Muskelwalz, Sonnenblumen. Doch, das passt soweit. Okay, pH-Wert ist nicht ganz so gut. Da müssen wir noch ein bisschen was tun. Okay. Aber hier werden wir die erste Bahn definitiv... Ups. Augenblick. Wir müssen vorne anheben. Genau. So, dass das hintere Gerätchen einschalten und ab geht die Post. Und dann werden wir nämlich auf diesem Feld hier erstmal Sonnenblumen ansäen. Und übrigens, das Feld hier rechts neben uns, das gehört uns auch. Und da habe ich bereits Mais angesät, Futtermais für unsere Schweine, für den Schweinestall. So, Dele. Das müsste jetzt soweit passen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass er jetzt hier von selbst fahren kann, der Helfer. Dann können wir nämlich nochmal ein kleines bisschen auf die Karte schauen, denn wie gesagt, in der Zwischenzeit haben wir schon ein bisschen angesät. Und ich habe Felder gekauft und ich habe mir einen kleinen Gag erlaubt.
So, und zwar, wenn wir hier oben schauen, dann haben wir hier das Feld Nummer 20 nochmal dazu gekauft. Und jetzt sehe ich gerade, dass ich einen kleinen Fehler mache. Stopp! Heidenei! Lass mich mal kurz überlegen. Sonnenblumen. Ach, was soll's. Wir lassen hier Sonnenblumen drauf. Jetzt habe ich natürlich schon auf der 20 auch Sonnenblumen. Aber dann machen wir eben auf die 18 Sonnenblumen. Ich meine, ist ja nicht wie bei armen Leuten. Wir können ja im Zweifel noch ein Feld kaufen. Und zwar überlege ich sowieso, ob wir das Feld Nummer 12 kaufen und dann da noch Mais draufpacken. Ja, die Option haben wir. Ansonsten haben wir auf Feld Nummer 8 haben wir schon Mais draufgepackt. Auf 11 und 7 haben wir Weizen. Dann haben wir auf der 13 ja die Gerste. Dann haben wir auf der 6 haben wir die Soja, 2 haben wir Raps und 4. Ja, im Zweifel könnten wir da eigentlich auch nochmal Mais draufpacken für die Schweinchen. Aber da habe ich jetzt da unten schon unseren, welchen habe ich denn da unten? Stopp, den Valtra mit der Saatmaschine. Und da wollte ich, was wollte ich denn eigentlich da? Ich glaube auch nochmal Soja ansehen. Aber müssen wir mal schauen. Jetzt packen wir erstmal hier auf die 18 noch ein bisschen Sonnenblumen. Aber das ganz Besondere ist jetzt hier die 25. Die 25, da habe ich was ganz, ganz Spezielles angesät. Und zwar schauen wir mal. Achtung. Jo. Zuckerrohr. Das hat einfach den Grund, ich war auf Kuba und 3 Wochen und jetzt habe ich mir einfach gedacht, so ein bisschen aus der, ja, spaßeshalber, wir machen mal etwas Außergewöhnliches. Auf dem Feld hatten wir schon mal die Moorrüben, die Rüben und deswegen habe ich das Feld hier nochmal gekauft und wir machen mal spaßeshalber Zuckerrohr, eine Frucht, die, glaube ich, ganz, ganz selten überhaupt irgendwo zu sehen ist. Ist jetzt einfach nur eine einmalige Geschichte, ist einfach der Tatsache geschuldet, dass eben Kuba bekannt ist für Zuckerrohr, Tabak, Kakao und Kaffee und diese anderen drei Fruchtsorten haben wir nicht. Also packe ich einfach mal spaßeshalber Zuckerrohr drauf. Ansonsten die 26, die wäre auch noch interessant hier zu kaufen. Da ist im Moment ja auch schon Weizen drauf, also das wäre auch noch eine Option. Da schauen wir dann einfach mal, wie wir hier weitermachen. So, apropos weitermachen, wir springen jetzt nochmal zum Händler. Supp. Und wir kaufen noch mal ein bisschen was. Und zwar wollte ich jetzt noch kaufen. Wir machen das Folgendes. Wir gehen direkt hier in das Hay and Forage Pack. Und ich bin am Überlegen, sollen wir den Rigi-Truck nehmen oder hier auch den Reform? Wir bleiben einfach mal spaßeshalber bei Reform. Es ist mehr oder weniger Kops wie gesprungen. 75 PS, 40 km/h haben beide. Das ist eigentlich egal. Ich finde jedenfalls den Reform ganz spannend, weil der hat eben so eine Kabine, die sich ein bisschen an die Neigung des Feldes anpasst. Und den nehmen wir. Wir schauen mal nach der Reifenvariante. Das brauchen wir eigentlich nicht, oder? Augenblick mal. Stopp, das ist Stickstoffbedarf der Pflanzen. Dieser erhält. Doch, ich glaube, das brauchen wir, ne? Das brauchen wir. Das nehmen wir jetzt mal mit. Und das müssen wir ändern. Stopp. So. Und da müssen wir jetzt auf 78, genau. So, dann nehmen wir das einfach mal mit. Ah, können wir andere Reifen? Nee, Größe, da können wir nichts ändern. Das passt dann schon so. Okay, dann lassen wir das. Nehmen wir die BKT. So, möchtest du das Gerät kaufen? Ja. Und dazu packen wir jetzt noch aus dem Paket, Augenblick, ein Schneidwerk. Und zwar dieses hier, 3 Meter Knüssel. Und das hat den Vorteil gegenüber dem Tornado 306, dem normalen, dass dieses hier noch, wenn ich das richtig sehe, die Möglichkeit einer Schwartablage hat. Dass wenn wir also direkt Silage machen wollen, ansonsten machen wir eh die Breitablage, um dann eben mit dem Wender zu arbeiten. Jo, dann werden wir dieses nehmen. Und dann habe ich ja bereits noch was stehen, nämlich den Schwader. So. Ja, hier hat sich ein bisschen was angesammelt hier am Hof, beziehungsweise
hier beim Händler. So, Dele, jetzt müssen wir mal schauen. Wir müssen, glaube ich, von der Seite ran. Okay. Und dann nehmen wir den Schmarder noch mit und dann fahren wir damit hoch. Und was wir noch bräuchten, wäre der Futtermischwagen. Oh, falsche Seite. Ups. Hey. Sind wir über den Silagetank gefahren? So, der hat 4,40 Meter Arbeitsbreite. Aber ich wollte unbedingt Geräte, die man hinten dran hängt, weil ich bin der Meinung, das dürfte sich da oben auf dem Feld von dem Handling etwas besser bemerkbar machen. So, dann fahren wir mal hier hinten raus und werden mal ganz kurz einen Blick werfen, was denn unsere beiden Fendt-Traktoren machen im Moment. So, dazu fahren wir mal hier links rum. Irgendwas... Ah, doch, das müsste eigentlich passen, oder? Ja, er grubbert und er sät an. Wir schauen mal ganz kurz in die Karte. Das sieht doch gut aus. Blick mal. Ja, das passt. Wobei, was ich jetzt nicht ganz verstehe, da zeigt es ein bisschen komisch an. Doch. Passt alles wunderbar. Sehr schön. Die Fans machen, was sie sollen. Den bringen wir jetzt hoch. Und den Futtermischer, das wird auch eine größere Aktion, weil da will ich nämlich auch einen Selbstfahrer organisieren. Denn dann haben wir nämlich vorne... Ja, ich habe keine Ahnung, wie man sowas nennt, aber dann können wir die Silageballen nämlich direkt auflösen und können natürlich aus dem Silo heraus die Silage dann direkt aufnehmen und brauchen nicht dann nochmal, einen Traktor mit Schaufel oder ähnlichem, also mit Frontlader. Und deswegen will ich also auf jeden Fall für oben einen Selbstfahrer als Futtermischwagen. So, 27 km/h. Man merkt dann schon, dass es hier eine bergige Gegend ist und der hier nur, was haben wir gesagt, 75 PS hat. Ich bin ja mal gespannt, wie der dann da oben letztendlich dann mit der Wiese zurechtkommt. Wunderbärchenklärchen. Und dann freue ich mich schon richtig drauf, wenn wir den Hof da oben richtig in Betrieb nehmen. So, ihr habt es sicherlich schon gesehen, dass wir natürlich jetzt, ja, man könnte sagen, vielleicht ein bisschen schamlos, nicht schamlos, das ist ein völlig falscher Begriff, ein bisschen, ja, wie will ich sagen, einfach nur so die Gebäude dahingestellt haben. Wir haben da noch gar nichts richtig, ich sage mal, verschönert, dekoriert und ähnliches. Aber der Punkt ist einfach der, erstmal schauen, wie sich das Ganze da oben überhaupt entwickelt, ob das alles so passt. Dann auch mit dem Ranfahren, wie zum Beispiel mit dem Wassertank, mit dem Futtertank, mit den Futtermaschinen und ähnlichem. Also ich will immer zuerst mal schauen, wie das Ganze sich... darstellt auch vom Handling her, weil das ist mir immer ganz, ganz wichtig, wenn ich so einen Hof baue, dass man natürlich gut dann auch überall rankommt, dass man nicht zu viel rangieren muss. Und wenn das dann soweit passt und alle Gebäude und ähnliches dann so stehen, weil wir müssen mal gucken, wie sich das mit dieser Mistplatte verhält, wie groß da dann die Fläche ist, weil ich glaube, die habe ich noch nie benutzt, wie groß dann da die Fläche ist vom Mist. Und wenn das dann alles soweit passt oder wir eben noch was umstellen oder umplatzieren müssen, wie zum Beispiel auch dieser Schuppen hier, dieser kleine, ob der vielleicht dann auch im Weg steht, dann werden wir natürlich dann gucken, dass wir hier das Ganze auch ein bisschen, ja, verschönern. Schönbau ist dann angesagt, aber im Moment überlege ich gerade, können wir den eigentlich doch da hinten reinstellen, oder? Dann können wir gleich mal testen, ob das soweit passt. Oh, und schon mal rangedotzt. Ah, wir bleiben, glaube ich, oben hängen. Aber wenn ich ihn runterlasse, müssten wir doch hinten reinstellen, oder? Sehr schön, so passt das. Ja, und wo wir dann das Schneidwerk ablegen und so weiter, das müssen wir alles eben noch schauen. Da müssen wir noch Plätze finden.
Jetzt stellen wir den einfach mal hier hin. Okay. So, und das Letzte, was wir dann eben noch besorgen wollen, das ist aber jetzt da in dem Paket nicht drin, ist halt eben, ja, wo finden wir denn hier einen Futtermischer? Und da brauchen wir auf jeden Fall irgendwas so um die, der wäre genau, glaube ich, der Richtige, so um 22.000, weil da passen dann immer ganz gut die Ballen und die Mengen rein. Aber ist natürlich klar, 200.000 Euro. Also der Hofhund wird uns ganz schön was kosten. Jetzt schaue ich gerade mal der hier. Was hat denn der? 13, das ist der kleine Silo King, der Lizard, da passen rein, oh, naja, der ist ein bisschen, glaube ich, okay. Ja, ich vermute, dass es hier der Silo King wird, der hier, aber den kaufen wir dann erst, wenn wir tatsächlich die Kühe haben und das Ganze dann auch letztendlich wirklich beladen. So, ich werde jetzt gleich dann nochmal runtergehen und dann mal schauen, was unsere Fenster unten machen, was das Thema angeht, Ansaat von den Sonnenblumen, was hätte eigentlich Mais sein sollen. Aber es ist kein Beinbruch. Ansonsten soll es das erstmal für diese kleine Folge gewesen sein, für die Übersicht, was sich hier alles in unserer schönen Alpenmap tut und die Aussicht, was wir hier alles dann zukünftig machen werden mit dem Kuhstall, mit den Schafen. Und ihr seht es ja, wir haben noch jede Menge Barmittel und können also noch einiges bewerkstelligen, noch ein paar Felder kaufen, uns hier zum Großbauern im Tal langsam hocharbeiten. Und wir können natürlich dann auch mal langsam aber sicher dann anfangen, Produktionen hier zu kaufen und zu nehmen. Ja, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Das soll es wieder mal gewesen sein von unserer wunderschönen Alpenmap. Ich sage Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.